Mit 90 Nennungen hatte der MSC Rubin Wilsenberg ein super Startergebnis. Dazu trugen auch die Prädikate Kaktus Saarpfalzmeisterschaft, Eifelpokal, Nordbaden Cup sowie die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft bei. Probleme mit der Streckenführung gab es schon im Vorfeld, als bei genehmigten Wertungsprüfungen Bauarbeiten ein Befahren nicht mehr ermöglichten. Die beiden Wertungsprüfungen, ein Sprint und ein Rundkurs, die jeweils dreimal zu absolvieren waren, hatten es in sich. Einen starken, aber leider nur kurzen Auftritt hatten Edmund Tietze und Uwe Dörr mit ihrem bärenstarken Ford Escort. Sie mussten nach einem Ausritt auf WP2 aufgeben. Auch für Willi Stumpf und Peter Quint kam auf WP4 frühzeitig das Aus. Otto Wierich und Karin Luksch aus Tamm und Öhringen, die mit ihrem Opel Ascona 400 auch zu dem Favoritenkreis zählten, kamen nur bis zur zweiten Wertungsprüfung. Auch Publikumsliebling und Driftkünstler Manfred Böhmer war am Start. Er schaffte es diesmal bis WP5. Ihre Pechsträhne beenden konnten hingegen Eckhard Clark und Rainer Brack aus Lohnheim mit einem Mazda 323. Sie gewannen die Gruppe N und erreichten zudem den 12. Gesamtrang. In der Klasse G5 waren mit der Startnummer 80 Michael Ebner und Karl-Heinz Knaus aus Ramberg und Östringen mit Mazda erfolgreich und der Sieg in der Klasse F8 sicherten sich wie so oft Rainer Stutz, Achim Dahlen aus Schwalbach. Einige Aufnahmen von der WP5, die später neutralisiert werden musste, nachdem drei Fahrzeuge kollidiert waren. Eddie Oehms aus Brüm und Jörg Kitzinger aus Freudenburg brachten ihren Ford Escort Cosworth, der sich bisher als noch nicht sehr standfest erwiesen hatte, ins Ziel. Sie wurden Dritte in der mit 6 Fahrzeugen besetzten Gruppe N. In der Klasse G4 auch diesmal wieder unschlagbar Alois und Thomas Juchmes auf Opel Kadett. Den Sieg in der Klasse G3 brachte den 22. Gesamtrang für Markus Volz und Mario Maurer auf Mazda. Den Sprung in die Top 10, und zwar auf den 9. Platz im Gesamtklassement, brachte der Sieg in der F9 für Johannes Albert und Jörg Herz aus Püttlingen auf VW Golf. Einen interessanten Kampf um den Sieg in der Gruppe G lieferten sich Robert John, Christoph Schulz aus Neunkirchen auf Audi S2 und Herbert und Harald Vogel aus Pfungstadt auf Nissan Sunny GTI-R, den die Nissan-Besatzung mit 15 Sekunden Vorsprung für sich entscheiden konnte. Sie belegten damit Rang 6 und 4 in der Endwertung. Fünfter Rang in der Endwertung
für Thomas und Stefan Scherer aus Leonberg auf VW Golf. Thomas und Martina Schulz aus Siersburg auf ihrem Ford Escort hatten einen schlechten Tag erwischt und konnten nach einigen Schwierigkeiten nur Rang 37 erreichen. Platz 3 und zweiter Platz in der F11 für das Neunkircher BMW-Team Bernd Petri und Fred Jung. Bisher ungeschlagen in dieser Saison Roger Maas und Franziska Motzko aus Ditzingen im VW Golf. Aber in dieser Rallye sollte es nur der zweite Platz werden. Aber Sieg in der Klasse F10. Erster Platz in der F11, erster Platz im Gesamtergebnis für Armin Wahl und Hans-Jürgen Fröhlich auf dem überlegenen allradgetriebenen Mitsubishi Galant VR4. Mit 50 Sekunden vor dem zweitplatzierten Maas Motzko über die 5 Wertungsprüfung erzielten sie auch alle 5 Bestzeiten. Nur einmal konnten Maas Motzko mithalten. Und zum Abschluss eine Fahrt aus der Perspektive des Gesamtsiegers der Rallye Württemberg, Armin Wahl und Hans-Jürgen Fröhlich aus Hüttigweiler und Ottweiler. Links, rechts, 4 Minus. 140, links, 3, lang. Achtung, 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 Acht